Und jetzt hier im Abendschau-Studio ist er jetzt der Chef, der Flughafenchef Engelbert Lüttgenalb. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir haben da jetzt schon viele Emotionen gehört, großen Abschied, aber diese vorübergehende Schließung zum 15. Juni, wie konkret ist das jetzt wirklich? Ja, heute haben wir von den Gesellschaftern, den beiden Ländern und dem Bund grünes Licht bekommen. Wir können, wenn es wirtschaftlich erforderlich ist, Schönefeld als einzigen Flughafen in den nächsten Wochen betreiben. Aber wir werden sehr genau uns anschauen, Ende Mai, Anfang Juni, wie der Flugverkehr sich weiterentwickelt. Es ist ja viel los gerade mit Veränderung der Reisebedingungen. Und nur wenn wir nicht genügend Verkehr haben, wird Tegel vons Netz genommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn? Weil es irritiert schon. So gerade zum 15. Juni läuft ja auch diese Reisewarnung aus. Die Grenzen werden wieder geöffnet. Fluggesellschaften sagen jetzt schon, sie wollen Tegel weiterhin anfliegen. Ist das dann nicht der falsche Zeitpunkt, Mitte Juni dann Tegel zu schließen? Also wir hatten als Gesellschaft ja schon vor Wochen gesagt, es macht Sinn, den Flughafen temporär vom Netz zu nehmen. In den letzten zwei Monaten hatten wir jeden Tag kaum mehr als 1.000 Passagiere. Normalerweise haben wir 100.000, 120.000 Passagiere am Tag. Jetzt wird es langsam ein bisschen mehr, sofern wir es genau anschauen. Und es gibt kein Präjudiz. Wir haben das okay bekommen. Wir können unternehmerisch handeln. Wir werden schauen, wie ist der Verkehr im Juni, im Juli, im August. Und wir werden natürlich auch schauen, was sagen die Hygieneregeln, wie viel Abstand muss gehalten werden, wie schnell ist die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Wir werden nur dann den Flughafen vom Netz nehmen, wenn wir ihn tatsächlich nicht brauchen. Wir haben ja schon viele Emotionen gehört. Ich kann mir vorstellen, dass einige Zuschauer da jetzt auch gerade hoffen, dass dann Tegel vielleicht doch noch länger offen bleibt. Wir haben auch weiterhin unsere Umfrage über meinrbb.de. Werden Sie den Flughafen Tegel in Zukunft vermissen? Ich habe gehört, ein kurzer Zwischenstand war 69%. Sagen Sie, werden ihn vermissen. Wie sieht es denn aus? Wie groß sind denn die Chancen ab August, also wenn jetzt wirklich diese Schließung kommt, dass er dann noch mal öffnen wird bis zum Zeitpunkt der BER-Eröffnung? Wir müssen leider in dieser Krise auf Sicht fahren. Wir wissen alle nicht, was in zwei oder drei Monaten los ist. Es kann auch sein, dass Corona noch mal stärker zurückkommt, dass die Situation verändert. Deswegen können wir nur Schritt für Schritt vorgehen. Eins ist allerdings sicher. Am 31. Oktober werden wir umziehen zum BER. Das ist die Berliner Flughafen-Zukunft. Und definitiv wird dann am 8. November der Flugverkehr in Tegel eingestellt. Wenn jetzt der Fall kommen sollte, dass Sie den Flughafen schließen und dann auf einmal die Rolle rückwärts machen müssen, wie schnell könnten Sie Tegel überhaupt wieder hochfahren? Wir sind da relativ zügig unterwegs. Wir könnten das sicher in einer Woche, maximal 14 Tagen wieder ans Netz bringen. Aber wir haben das Ziel, jetzt im Sommer eine Entscheidung zu treffen, die möglichst lange trägt. Wir wollen jetzt unsere Umfrage auflösen. Und zwar, wir haben Sie gebeten, über unser Umfragetool meinrbb.de abzustimmen. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber 4.600 Berliner und Berlinerinnen haben abgestimmt. Werden Sie den Flughafen Tegel vermissen? Die Umfrage ist beendet und 69% sagen, ja, Sie werden den Flughafen Tegel vermissen. Wie geht es Ihnen persönlich? Also ich werde ihn auch vermissen. Ich habe ein wunderschönes Büro am Flughafen Tegel, bin leider meistens in Schönefeld, aber Tegel ist ein Flughafen der Herzen, der auch mir und vielen Berlinerinnen und Berlinern über die Jahrzehnte ans Herz gewachsen ist. Alle haben da persönliche Erinnerungen. Eine große Reise, jemand, den man wieder getroffen hat. Insofern ist ein Flughafen immer auch ein Ort von Emotionen. Und Tegel hat sehr viele Emotionen in der Vergangenheit auf sich bündeln können. Wir werden uns auf jeden Fall anständig von Tegel verabschieden. Wir werden Danke sagen, Berlin wird Danke sagen, dass Tegel über Jahrzehnte der Stadt einen großen Dienst erwiesen hat. Dankeschön an den Flughafenchef Engelbert Lüttgetraldrup. Vielen Dank. Gerne.